Wir sind jetzt nochmal an den Strand gefahren und wollten eigentlich Jetski fahren, wissen jetzt aber nicht, ob das klappt. Und zu meinem großen Glück habe ich heute noch meine Tage bekommen. Ich bin aber froh, dass ich sie nicht gestern bekommen habe, weil ja, das wäre ein bisschen schlimmer gewesen. In anderthalb Stunden müssen wir los zum Flughafen und wir haben jetzt noch eben eine Krafttrainingsroutine gefilmt hier im Gym und das war richtig cool. Ich bin sehr froh, dass wir es gemacht haben und uns auch wirklich beeilen. Duschen, Koffer packen, ein bisschen was essen und dann verlassen wir die schöne Insel auch schon wieder. Dann wollen wir dieses Chaos mal einpacken. Kommt die Nummer aus Aruba zu den ganzen anderen. Irgendwie sammle ich die in meinem Koffer und dann nehme ich sie nicht mehr raus. Das war Amsterdam, hier ist Japan, das ist Leipzig. Dann haben wir hier Mallorca und den Generali. Letztes Jahr, glaube ich. Oder dieses Jahr? Ich weiß nicht. Dieses Jahr, ja. Es ist Mittwoch. Ich habe tatsächlich so einen kleinen Jetlag. Ich bin heute gegen 23:30 aufgewacht. Bin jetzt aber trotzdem schon wieder müde. Also mich hat die Reise wirklich mehr mitgenommen, als ich dachte. Ich habe auch viel mehr geschlafen auf dem Flug, als ich wollte. An sich habe ich heute eigentlich den ganzen Tag den Marathon-Vlog geschnitten. Und jetzt bin ich gerade fertig geworden, habe ihn hochgeladen. Jetzt haben wir Sushi bestellt, weil ich gar keinen Bock habe zu kochen. Und wir auch nicht mehr wirklich viel zu Hause haben, muss ich sagen. Also eigentlich ist der Kühlschrank leer und wir waren noch nicht einkaufen. Ich habe zum einen meinen Glücksbringer im Haus vergessen, auf Aruba. Und ich habe auch meinen Schmuck vergessen. Außer die Ohrringe und die beiden Ketten habe ich alles dort vergessen. Und wir haben auch noch AirPods vergessen. Also eigentlich so, wie es immer ist bei mir auf Reisen. Ja, ansonsten gibt es tatsächlich heute nicht viel zu erzählen. Ich habe heute keinen Sport gemacht. Wie gesagt, ich habe nur geschnitten und mich nicht wirklich sonderlich viel bewegt. Vielleicht machen wir heute Abend noch so einen kleinen Spaziergang. Aber das war es eigentlich und dann melde ich mich morgen wieder bei euch. But life is one big riddle. All the future and what's been. Also mit diesem Sonnenuntergang vermisse ich es jetzt schon nicht, auf Aruba zu sein und in den Pool springen zu können. Also das Post-Marathon-Tief gepaart mit einer Reise, die unvergesslich war, ist doppelt so schlimm. Wir haben mittlerweile Freitag und ich habe gestern nicht gevloggt. Irgendwie ging es mir gestern mental nicht so gut. Ich habe schon so ein bisschen damit gerechnet, dass ich nach einem so großen Ziel, das ich jetzt erreicht habe, was auch noch in der Karibik stattgefunden hat, nicht so gut klarkomme jetzt. Ja, und deswegen habe ich gestern einfach gesagt, ich lege die Vlogkamera beiseite und filme erstmal nichts und sortiere das ganze Material. Und es ist auch echt ganz gut, dass es hier auch warm ist. Also wir haben hier auch so an die 27, 28 Grad jetzt am Wochenende. Und der Alltag, den man jetzt eine Woche geteilt hat zu sechs, dass ich jetzt wieder komplett alleine bin, das ist schon etwas schwierig für mich. Ja, und deswegen würde ich am liebsten wieder wegfahren, aber das geht natürlich nicht so leicht. Aber das Gute ist, wir haben ein neues Ziel. Und zwar gibt es drei coole Events, die innerhalb von drei Wochen sind, in ungefähr drei Monaten. Und zwar gibt es einmal den Kopenhagen-Halbmarathon. Eine Woche später findet der Berlin-Marathon statt. Und eine Woche danach ist der Köln-Halbmarathon. Also wir haben eine Menge vor. Bis der Berlin-Marathon stattfindet und... ja, da suche ich mir heute mal einen Trainingsplan raus. Bin sehr aufgeregt. Das wird mein zweiter Berlin-Marathon und mein vierter Marathon insgesamt. Ich verlinke euch in der Infobox mal die Playlists, wie ich mich auf die anderen Marathons vorbereitet habe. Ja, und ansonsten sitze ich hier gerade und bearbeite die Videos, sortiere so ein paar Videos und schneide auch eine ganze Menge. Ich habe diesen Vlog, heute ist ja Freitag, immer noch nicht angefangen zu schneiden. Also, ja.
Und ich möchte heute eigentlich auch wieder laufen gehen. Ich habe auch so ein bisschen Probleme mit dem Jetlag. Immer noch, obwohl Freitag ist schon. Heute versuche ich mal laufen zu gehen. Sonntags laufen wir auch mit der Laufgruppe. Also werde ich noch zweimal diese Woche versuchen, so ein bisschen zu laufen. Also mir fällt es wirklich schwer. Ich bin ja einfach so ein absoluter Sommermensch. Ich freue mich natürlich, dass das Klima hier so ein bisschen angenehmer ist, dass man nicht immer schwitzt, wenn man direkt einen Fuß vor die Tür setzt. Aber trotzdem vermisse ich einfach diese Insel so unfassbar doll gerade. Und die ganzen Videos zu schneiden macht es nicht leichter. Ich hatte auch schon einen Kaffee und davon werde ich mir, glaube ich, jetzt mal einen zweiten machen. Und dann kann ich auch langsam mal anfangen zu frühstücken. Irgendwie habe ich gar keinen Appetit. Ich muss mal langsam wieder so hier ein bisschen reinkommen in meine Routine. Sonntag und wir treffen uns heute wieder mit der Laufgruppe und tatsächlich ist es jetzt doch der erste Lauf nach dem Marathon geworden. Ich bin gestern nicht mehr losgelaufen, aber das ist für mich auch vollkommen in Ordnung. Ich brauchte, glaube ich, einfach diese Woche, um wieder so ein bisschen mich in meine Routinen und allgemein hier ein bisschen einzugewöhnen. Klingt jetzt, als wäre ich 5 Wochen weg gewesen, aber ja, nach dieser Zeitumstellung und nach dieser Herausforderung, die ich geschafft habe, ist es dann doch mal ein bisschen anders. Outfit blende ich euch wie immer ein. Ich habe doch ein richtig luftiges Outfit an, also eine Laufshorts, weil es jetzt schon 23 Grad sind, und ein Lauftop aus der White Seamless Kollektion. Ihr wisst, ich feiere die White Seamless Oberteile unfassbar und deswegen gehen wir jetzt auf die Tops, weil es immer wärmer wird. Jetzt auch gleich los, sonst komme ich dann zu spät. Und ich habe heute gedacht, ich ziehe euch mal wieder die Schuhe an, die ihr auch richtig gerne mögt, neben den Schuhen, die ich zum Marathon angezogen habe. Und zwar die Wave Skyrace 4. Richtig tolle Farbe, passt ja auch zu dem Grün richtig gut, finde ich. Und da habe ich jetzt zum Beispiel auch immer diese Kurex-Sohle drin, weil die mich einfach nicht so sehr unterstützen wie dieser Wave Horizon. Was aber auch okay ist, weil damit klappt das richtig gut. Damit habe ich auch den Japan-Marathon erfolgreich gemeistert. Richtig gut, ich hatte auch keine Schmerzen, also ich war wirklich perfekt unterstützt. Das beides in Kombination, die Sohle und der Schuh, sind wirklich perfekt für ein angenehmes Laufgefühl. Ich habe irgendwie voll vergessen, das Handy mitzunehmen. Deswegen gab es jetzt irgendwie die ganze Woche keinen Lauf-Video-Content in diesem Vlog, aber der Lauf war sehr gut, es war sehr warm und ich bin auch nur eine Runde gelaufen, weil mir jetzt zum Schluss auch ein bisschen schlecht wurde und das ist ja auch immer ein Anzeichen, wenn man sehr viel in der Sonne läuft oder bei warmen Temperaturen, dass man auch leichten Sonnenstich bekommen kann. Deswegen bin ich jetzt direkt ins Auto und fahre jetzt nach Hause und frühstücke erstmal was. I'm not afraid to die.